So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Elden Ring. Wir sind hier auf der Halbinsel der Tränen unterwegs, also Schloss Morn haben wir abgegrast und wir stehen jetzt vor einem wandernden Mausoleum. In der letzten Folge, Mausoleum, entschuldigt, in der letzten Folge haben wir eine Zauberin vermöbelt. Ich wollte sie eigentlich befreien, aber irgendwie ging das nicht und deswegen habe ich dann halt zugekloppt, in der Hoffnung, dass das irgendwas ausmacht. Hat es dann auch, denn die Gnädigste hat sich verabschiedet damit, dass sie sowieso bald wieder auftaucht. Was auch immer das bedeutet, ich bin fast drauf und dran, da nochmal reinzugucken, auch wenn ich euch nerve, damit das alles nicht schnell genug geht. Aber wir haben hier allerdings auch noch ein bisschen was anzugucken und zu untersuchen. Was sagen eigentlich unsere Seelen? 2000 sind ja nicht so viel. Wir haben auch ein bisschen letztes Mal gesteigert und dann haben wir einen Zauber gefunden. Einen neuen, der uns aber, glaube ich, 23 Weisheit abverlangt. Wir haben zurzeit. Wo ist denn jetzt die Weisheit? Da. 21. Das war dieser Zauber, der auch hinter der Gnädigsten war. Also so Dolche, die hinter ihr erscheinen. Aus irgendeinem Kampf von Dark Souls 3 kommt mir das auch bekannt vor. Mit diesem Messer, mit diesem Messerkranz hinter dem Kopf. War das Sullivan? Nee. Naja, ihr wisst das bestimmt. Ihr könnt mir das bestimmt reinschreiben in die Kommentare. Okay. Hier war ja auch noch ein Händler, der hatte ein bisschen coole Sachen zu verscherbeln. Die Frage ist ein bisschen, ob wir das nicht auch erstmal noch mal machen kurz. Ob wir dann noch mal was Cooles her... also bekommen können. Back already. Jojo. Unusual fella, aren't we? Mhm. Did this aged merchant have something that caught your eye? Er hatte doch noch was, was interessant war. Ja, die Lampe. Wo man dann keine Fackel mehr braucht und Beidhändigen-Betrieb. Hatten wir noch was anderes mit den Runen vor? Nee, gesteigert hatten wir ja schon, ne? Blutiger Alterfinger, das war das mit der Invasion. Hadernblätter, gut, davon haben wir noch. Und dann hatten wir, ach so, das war das. Eine verlorene Kriegsasche, mit der wir Kriegsaschen duplizieren können. Danke auch an euch, dass ihr mich aufgeklärt habt. Also die Geisteraschen kann man steigern durch die Lilien, aber nicht die Kriegsaschen. Hier den Zweihänder hat er noch, genau. Und er hat noch weitere Steinschutzschlüssel, die sollten wir uns auch holen. Die Schmiedesteine haben wir schon hier abgekauft. Wir können ja für den Anfang mal die Laterne uns besorgen. Die Frage ist, ob wir die ausrüsten müssen oder ob es dann reicht. Macht ja auch nicht so viel mehr Licht. Wir müssen am Gürtel ausrüsten. Okay, das ist der Talisman. Ach, das bedeutet hier am Gürtel. Das 1800 Tacken wert war. Na gut, ich hatte ja immer mal vor, auch zu das Parieren zu üben. Und dann wäre das ja vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. So. Das Ding macht mich ja schon neugierig, aber wir hatten hier hinten die Hexenfluchruinen mit der Zauberin Sellen. Hier oben hatten wir hinter der Kirche ein Siegelgefängnis und hier die Ruinen des Gräberwalls, da wollten wir auch noch hin. Und Imsen leuchtet hier auch noch zu einer Höhle, die wahrscheinlich die da ist. Okay. Das heißt, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben jetzt ja keine Seelen mehr, das heißt, wir könnten mal das Siegelgefängnis ausprobieren. Wie wäre das denn? Machen wir doch das mal. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt,
ohne euch jetzt Vorwürfe machen zu wollen. Ich glaube, einer von euch hat uns auch verlassen, weil ich gesagt habe, das Genörgel ist halt schwierig. Dass ich schon sehr seltsam in einem Druck jetzt bin. Also ich glaube, ich würde ganz anders spielen. Vielleicht würde ich auch nie ankommen, wenn ich alleine spielen würde. Weil ich doch das Gefühl habe, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, wie ich zu spielen habe. Ich versuche halt schon ein bisschen was davon von meiner eigenen Spielweise zu retten. Davor waren da auch noch diese Geisterjungs. Greifen die einen eigentlich an? Die da. Ihr habt keinen Kopf, ist euch schon klar, ne? Das macht aber mäßig Schaden. Okay, das war nur wegen des Schildes. Leute, was soll denn sowas? Okay, die Geisterjungs muss man erst beseitigen, sagte quasi der Tipp in dem, also von dem Händler folgt da unten am Wasser, der hat uns einen Schrieb verkauft, in dem drin stand, man müsse erst unten alles bereinigen, bevor man sich dem Mausoleum widmen kann. Das Siegelgefängnis der Klagen. Greift er mich jetzt an oder was? Oder was macht er jetzt hier? Nee, der krabbelt einfach nur rum. Schon geil mit diesen Würmerchen. Ich frage mich immer noch, was das zu bedeuten hat. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Oh, ein uralter Held von Samur, okay. Oh! Kann sich heilen oder was macht er jetzt? Nein! Ach, in die falsche Richtung gerollt. Okay. Das klingt aber irgendwie machbar. Obwohl, dann ist es ja wieder das alte Lied auch, ne? Egal was ich mache, ich komme aus der Nummer nicht raus. Das finde ich übrigens eine gute Designentscheidung. Da habe ich mich bei Dark Souls 3 sehr oft beklagt, dass man an seine Seelen nicht wieder rankommt und so. Dass man das unter Druck machen muss. Das ist auch so geil, wie der hinterherlatscht. Okay. Irgendwas anderes wollte ich gerade eben sagen. Ja, gut. Mann, der hat aber auch einen Schlag am Leib, ey. Soll ich ein bisschen. Nee, lass mal, ich will hier. Mist! Nein, das kommt mir aber sehr bekannt vor.
Ich habe gerade einen Friede. Friede-Angst-Moment. Okay, das war nicht gut. Dass ich dann halt wieder eventuell einen Batzen Seelen habe, mit dem ich dann wieder rumlaufen muss. Aber gut. Es gibt halt so viel zu tun, ich kann mich immer gar nicht entscheiden. Das ist schon... Nur, was auch so ein bisschen auffällt, ist, dass es wie so eine Art Freizeitpark zusammengesteckt ist. Dass nicht so richtig klar wird, warum macht man das hier eigentlich und warum ist überall ein Gefängnis? Marlina hat ja ein bisschen was erzählt, aber ich weiß immer nicht genau, ob ich ihr folgen kann, ehrlich gesagt. Das hier versuchen. Okay, das war eine super tolle Entscheidung. Das ist ja wirklich wie bei Friede hier. Ich glaube, es hackt. Okay, das war sehr scheiße. Okay, das war wieder ein. Kann ich ihn denn nicht treffen eben? Was ist das Merkwürdiges gewesen? Ah, Mist! Oh, Alter, sag mal! Nein! Radagons Narbensiegel. Okay. Gefängnis der Klagen ist erledigt. Hatte ich einen Marker gesetzt? Nee. Oh, immerhin gab das 5900 Seelen. Wow. Okay, ich fürchte, da müssen wir tatsächlich dann noch ein bisschen was farmen, damit wir nochmal eine Stufe kaufen können. Ne? Wie war das nochmal mit dem Zauber? Der braucht 23 Weisheit. Also zwei Stufen. Da sollten wir tatsächlich noch mal ein bisschen was rein investieren. Den Zauber würde ich halt gern auch ausprobieren. Okay, aber jetzt gucken wir erstmal bei der Ausrüstung. Erhöht Attribute, aber auch den... Ach nee, das war Marikas. Erhöht Attribute, aber auch den... Was? Ein Auge verziert mit einer Eldenrune, angeblich das Siegel von König Radagon. Erhöht Kraft, Kondition, Stärke und Geschick, aber auch den erlittenen Schaden. Diese Siegel symbolisieren die lebenslange Pflicht derer, die von den Göttern auserwählt wurden. Ach, und der erhöht Geist. Ah, okay. Aber das mit dem Schaden ist halt wirklich keine gute Idee bei mir. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Okay. Hat das überhaupt Seelen gegeben? Nicht doof? Ja gut, also von dem Niveau brauchen wir keine Seelen dann. Also
uns holen. Die tun mir auch so ein bisschen leid, die Augenwürmer. Dann sollten wir vielleicht lieber mit den Ritterchen da oben weitermachen, auch wenn ich nicht mehr viele Heiltränke habe. Das ist schon erstaunlich, wie viel im Verhältnis zu manchen Midi-Bossen diese Siegelgefängnisse einem geben. Oh, da liegt da ist ja wieder ein Geist. Sogar doppelt hauen? Okay, das ist bemerkenswert. Okay, und hier können wir auch auftanken, ne? Das ist doch gut. Wir machen das doch mal. Ich habe ja auch noch gar nicht auf der Südseite geguckt. 3800 brauchen wir noch. Komm, mein Pferdchen, komm! Torrent. Über die Designentscheidung bin ich auch sehr dankbar mit Torrent. Mit dem Farmen auch nicht so sehr übertreiben. Aber was macht der Glockenturm da unten? Wir haben ja auch in den Folgen davor da unten noch welche gesehen. Man muss sie erst erledigen. Oder sind einfach nur die Beine gemeint? Vielleicht sind auch nur die Beine gemeint. Ah, ist ja gut, Junge. Oh, was ist denn das da unten? Oder war das damit gemeint, dass man das erst erledigen muss? Okay, aber scheinbar muss man die Geister, also die gemeint, dass man die als erstes erledigen muss. Ach, hier ist wieder der See, stimmt. Da ist ja der Turm, ja. Oder meint er den? Endlich kann ich zurückgehen. Zu unserer Heimat, gehüllt in goldene Strahlen. Aha. Meint er gar nicht das Mausoleum? Scheinbar, ne? Atemberaubend verrückte Spielwelt, finde ich. Man braucht natürlich auch mehr Geduld. Ich muss immer erst erkunden, Überblick gewinnen, außenrum schleichen. Dann. Hier war ja auch noch was im Keller, ne?
Außerdem höre ich was. Das Ding jetzt. Ja? Ach, es ist gar nicht runtergerollt. Ach, Mann. Oh. Ich dachte, es wäre runtergerollt. Wollte besonders schlau sein wieder. Und da war ich dann halt nicht schlau. Oh, da ist die Höhle. Nee, ich gucke jetzt in die falsche Richtung. Mist. Ach, Menno. Wieso treffe ich den Sack denn schon wieder nicht? Ach, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ach so, das. Ist der Tunnel gemeint oder sind die gemeint? Sehr merkwürdig. Und wohin läuft er? Das ist ja auch so geil. Rattis. Das waren ja aber gar nicht alle Rattis, oder? War hier doch aber noch was anderes. War hier nicht auch noch Wölfe dahinter? Ja, ne? Oder irgendwie Lilien. Okay. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal anders in das Seitenmenü machen. Ach man, ich hab schon mehrfach gesagt, es tut mir leid. So, das leuchtet ja jetzt gar nicht. Ah, da kommen noch mehr. Das leuchtet aber wirklich nicht, oder? Ach doch, es leuchtet. Okay. Langsam verstehe ich diesen Angriff auch. Ihr wisst ja, ich bin einer von der langsameren Sorte. Aber um weiter in die Tiefe zu gucken, ist die Laterne tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Achso, guck mal, man kann sie einfach anmachen. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt bleibt sie an, okay. Ich meine, war es das jetzt mit dem Gegner? Nee. Kommt doch bestimmt noch was, oder nicht? 7400. 2500 to go.
ist das wieder eine Fernreisekiste. Ja, also, okay, das bewerten wir hinterher. Eine Sense! Okay, das muss ich unbedingt irgendwann ausprobieren. Das war ja so meine Idee. Für dieses Let's Play auf Hämmer oder auf Sensen zu gehen. Am besten Sensen und Magie. Das stelle ich mir cool vor. Und dann einen schwarzen Umhang und ein bleiches Gesicht. Ach, nein. Sensen sind Glaubenswaffen? Ach du Scheiße, warum das denn? Oder ist es nur diese heilige Sense? Stärke, Geschick, Glaube. Ich glaub's ja nicht. Gut. Hoffentlich gilt das nicht für alle. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das mit der Lampe am besten geht. Wir haben doch das... An den Beutel können wir doch was hängen. Und die Lampe am besten an den unteren oder so? Nee, kann ich jetzt nicht. Ich finde das wirklich verwirrend gemacht. Achso, Ausrüstung. Und dann... Über Ausrüstung geht es ja auch nicht offensichtlich. Das ist doch Quark, echt. Geht das wirklich nur über den Gürtel? Damals. Ach so, jetzt, okay. Das ist so unfassbar kompliziert. So, das heißt, wir machen das unten hin. Und dann habt ihr gesagt, Quali wäre vielleicht auch besser da aufgehoben, ne? Genau. Die anderen können wir ja auch noch mal ausprobieren, aber... Rechts ist Torrent, oben ist... Was war denn das oben noch? Zum letzten Ort der Gnade reisen. Nee. Das kann man ja auch durch Sterben erledigen. Vielleicht ist es dann besser, diesen Trank dahin zu packen, ne? So, genau. Dann haben wir doch schon ein schönes Sortiment. Sind die dann eigentlich am Gürtel unten verschwunden, oder? Ja, da sind sie raus, scheinbar. Okay, gut. Ich frage mich die ganze Zeit, jemand von euch schrieb, was für, dass es noch Geheimnisse bei Schloss Mohren gäbe. Sonst muss ich da vielleicht nochmal wieder hin, wenn ich da was verpennt, verpeilt habe. Also ist doch gut mit der Laterne, oder? Wir sind bei 7462. Wir müssen auf 9500 Dingeldouble kommen. Hier ist auch so eine Marika-Statue. Manchmal ein bisschen rätselhaft.
Da hinten leuchtet etwas sehr hell oben auf dem Berg. Ja, sind die goldenen Ritter gemeint oder ist die Höhle gemeint? Das ist eine echte Frage, die wir uns in der nächsten Folge stellen werden. Dann bleibt schön neugierig. Ist das ein geiler Anblick, oder? Ah, das ist eine Gnade, deswegen. Ja, das passt doch gut. Ja. Das heißt aber auch, wir müssen die Ritter oben auf dem Hügel nochmal erledigen. Das sieht so geil aus. Abgefahren. Naja, wir müssen ja hier auch nicht rasten, sondern es reicht ja völlig aus, die zu aktivieren. Okay, bleibt schon neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Sehr cool hier die Ecke. Sehr geil. Ciao.